lieben Christian Hemschemeyer leider immer noch etwas kränkelnd, aber ich meine, ich schneide die Videos ja, ich nehme oft 4-5 Stück an einem Tag auf, deswegen scheinbar ist es jetzt der nächste Tag. Aber in Wirklichkeit, es ist schon wieder 4 Tage her und ich war ordentlich angeschlagen. Und wir haben auch noch ein paar, wie soll ich mal sagen, Familienneuigkeiten, aber dazu waren wir auf Instagram. Genau, aber ich mache heute mal wieder ein spannendes Video. Wollte ich mal eine meiner Recherchen mitteilen, in denen ich mich gerade befinde. Und zwar geht es da um... Ach, ich bin immer noch irgendwie etwas langsam. Oh Gott. Aber wir kriegen ja schon hin. Es geht darum, Dating-Vorlieben von Männern und Frauen. Eine wirklich richtig coolen Studie, die eben nicht nur so, wie macht man eine Befragung, ein Bild der Frau oder so, sondern richtig kulturübergreifend in allen möglichen Ländern geguckt hat, wonach suchen Menschen, wenn sie einen Partner suchen. So, ne? Und Überraschung, was hat man da herausgefunden? Männer, ja, für Männer ist durchgehend physische Attraktivität das Wichtigste. Und für Frauen, also da die Punkte, wo sich Männer und Frauen unterscheiden und muss jetzt nicht unbedingt das Wichtigste sein, aber das ist der Punkt, wo es einen großen Unterschied gab. Und der große Unterschied bei Frauen zu Männern waren, dass Frauen eben viel mehr stehen auf Status, Mission wurde tatsächlich mit einem anderen Wort da so genannt und finanzielle Ressourcen. Ja, große Überraschung. Wird ja auch mal gern so ein bisschen evolutionsbiologisch begründet, kann sich sicherlich jeder selber herleiten. Ich sage aber auch immer an der Stelle immer, dass sich evolutionspsychologische Begründungen gut anhören, aber letztlich immer Vermutungen bleiben, weil man ja kein entsprechendes Experiment machen kann. Man kann ja nicht zwei Evolutionen laufen lassen und mal so, mal so. Und aber natürlich liegen da bestimmte Interpretationen nahe. Und der wirklich krasse Fakt in dieser Studie ist, dass da alle Länder im Prinzip gleich waren. Aber bevor ich jetzt sage, was das genau heißt, gab es natürlich auch noch ein paar Sachen, die für beide Geschlechter, also die so gleich viel genannt wurden. Und das war auch wenig überraschend Umgänglichkeit, Geselligkeit, also, dass jemand easygoing ist, Geselligkeit und gemeinsame Werte. Ja, warum ist das so interessant mit den Ländern? Weil da waren eben sowohl Länder dabei wie Iran, die wir jetzt vielleicht als aus europäischer Sicht patriarchalisch rückständig, ich weiß es nicht, nennen kann, aber auch Länder wie Norwegen, Schweden, die ja, die man vielleicht enorm woke nennen kann und weltweit sicherlich weit vorne, was Gender Equality, Gleichberechtigung und ich weiß nicht, was angeht. Aber, oh Wunder, überall, egal wie woke die Menschen sind, überall die gleichen Ergebnisse. Und ja, das wollen viele nicht wahrhaben. Das wollen viele nicht wahrhaben, dass wir, da ist da eben Programme, die in uns laufen, wo wir natürlich gegen andaten können. Also wir können sagen, wir unterwerfen uns diesen Programmen nicht. Also jeder hat da sozusagen so eine Veto-Möglichkeit natürlich. Und das heißt natürlich, sagt auch mal die einzelne Person nicht viel aus, weil das sind immer Mittelwertsunterschiede. Ne? Es kann immer Frauen geben, die extrem auf Aussehen stehen und Männer geben, die extrem auf Status und Geld stehen bei einer Frau. Aber es sind eben deutliche Mittelwertsunterschiede so. Ne? Und ja, klar, aber natürlich, das ist ja immer das Problem, dann sagt irgendjemand, ja, aber die Schwester vom Onkel meiner Mutter, die ist so und so, ja, das sind eben Mittelwertsunterschiede so, ne? Das muss auf eine Einzelperson nicht zutreffen. Und ich sage ja auch immer wieder, es gibt weibliche Personen, die aus der männlichen Polarität daten wollen, männliche Personen, die aus der weiblichen, also da war alles mehr in meinem neuen Buch, wird übrigens im Herbst nächsten Jahres rauskommen, haben, denke ich, da die Vertragsverhandlungen jetzt abgeschlossen. Und da werde ich das Thema hart aufrollen mit Polarität, mit vielen Studienergebnissen und mit einem dieser vielen Mythen aufräumen, dass das irgendwie übermäßig stark kulturell überformt ist, unser Datingleben.
Also ich habe schon mal, ich kann euch schon mal verraten, ich habe wirklich einiges an Studien gewälzt und stammesgeschichtliche Forschung zur Entwicklung der Menschheit und also ich war schockt, aber jetzt nicht in der Bad Way, war das eigentlich eh klar, so vom Gefühl her und von meinen Paartherapie-Erfahrungen. Aber das mal so eine Untersuchung zu lesen, dass also wir eigentlich, wie wir uns jetzt verhalten, das ist eigentlich exakt nach unserem genetischen oder epigenetischen Programm und das ist abgefahren. Man denkt immer so, das ist alles so Kultur und dass das bis zur Dauer der Beziehung, also natürlich immer alles im Schnitt, ne? Dauer der Beziehung, welchem Alter werden wie oft Beziehungen getrennt, im Alter, wo man noch Kinder kriegen kann, danach. Also Monogamie, Fremdgehen, also ich kann euch sagen, wir in unserer westlichen Kultur liegen voll im Programm, was der Mensch halt schon mal mitgegeben ist. Aber das werde ich im Buch mal alles auseinanderlegen das ist natürlich jetzt auch sehr platt gesagt, aber ich wollte natürlich schon mal ein bisschen Lust machen drauf und das wird echt ein Kracher, glaube ich. Und also das musste ich selbst sagen, es hat selbst mich, wo ich mir schon viel vorstellen kann in diesem Bereich, echt aus den Socken gehoben. Aber ich finde es irgendwie auch cool, weil wenn man das mal einmal akzeptiert hat, eröffnet das einfach so viele Möglichkeiten und man kann trotzdem immer noch so viel 5D-Sachen oder gerade dann so viel 5D rausmachen. Das ist einfach super cool und da will ich mich auch in Zukunft mehr mit beschäftigen, mit diesem Feld Polarität, 5D, was erstmal scheinbar so gar nicht viel miteinander zu tun hat, aber denke ich, sehr produktiven, positive Sicht aufs Leben hat, wenn wir nicht mehr so gegen unsere eigenen Programme ankämpfen, ist einfach großartig. So, ich hoffe, das war verständlich, trotz meiner eingeschränkten Genaktivität und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.